Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's Play Divinity Original Sin mit mir Elo und ich hole mal meine Gruppe. Das war irgendwie ganz schön bescheuert, die da vorne stehen zu lassen. Eigentlich auch nur, weil ich Angst vor dieser Lava hatte. Aber eigentlich brauchen wir die nicht. Können wir uns nämlich hier durchporten und dann ist nämlich auch die ganze Gruppe gleich auf der anderen Seite. Und dann porten wir uns nämlich nur an so Lava-Stellen und so, trennen wir uns da mal von der Gruppe. Den Rest werden wir ja irgendwie schaffen mit dem Umgehen. Diese ganzen Spinnennetze hier, die machen mir ein bisschen Sorgen. Oh, alle wieder raus. Wieder mal weg. Ende. Raus. $20, aber scheint trotzdem ein Raum zu sein, den man dann vielleicht erstmal alleine geht. Hold! Enemies are in a trap. Have I got anything that needs a good firing? So, die ist verschlossen. Oh, ein Fallenhaus. Ich noch ein Tierchen. Hab ich. Schmieden, Knäre, Taschendiebstahl. Schlösser. So, ich kann auch nochmal reingucken. Gewandtheit. Meister tauschen, obwohl es die schlechte Variante von dem, was ich gerade habe. Das macht er hin. Er macht Schmutz. Das ist was vielleicht aus Madora oder so sind. Vielleicht interessant, dass ich mich genau angucken. So, wie waren die Dietricher? Wenn ich die ganze Zeit alles explodieren würde, würde das auch nicht besser gehen. Gucken wir mal, die Truhe hier zu knacken. Ne, Schlösser knacken zu niedrig. Also trotz Schlösser knacken plus 1 sind wir nicht in der Lage, dieses Schloss zu knacken. Wir müssen uns also noch mehr von den Dingern suchen. So. Hold! Our enemies have landed a trap. Bin ich schon gerne dabei. Mal weiter. So. Das ist echt ganz schön, dass das Garten geht auch mit dem Schlüssel. Und jetzt sind wir in den verdorbenen Garten. Und da haben wir noch eine Gartentür und mit denen hätten wir dann sogar die Linksumgang. Flaschen sind auch so. Auch so schwer. Okay, das schicken wir mal einmal. Ja. Okay.
mehr. Nicht mehr ganz so schlimm mit dem. Nach den ganzen Sachen hier. Pergamente, das können wir auch alles, glaube ich, mal weghauen. Ich habe mal Angst, dass ich irgendwo was verranze und das dann total wichtig war. Wir da nicht mehr rankommen. Wobei vielleicht hängen wir die einfach alle auf denselben Händler. Und dann ist das vielleicht auch nicht so ein Problem. Hold! Enemies have landed trap. Das ist vielleicht noch eine Falle. Ja, okay, machen wir erstmal die Tür auf. Und schön raus. Okay, hier ist ein Portal mit einem hinter einem riesigen Giftberg. Okay, ob wir da quasi so rum oder so rum gehen. Aber hier habe ich eigentlich keine Chance ranzukommen. An die Truhe könnte man noch rankommen, aber. Dann gehen wir mal nach unten in die verdorbenen Gärten. Ich mal noch weiter heilen. Dann noch den mitnehmen. Also diese Truhe hier, da muss ich noch ran, aber das wird wahrscheinlich von der Seite besser gehen. Oh, haben wir einen neuen Wegpunkt? Den letzten vielleicht in diesem. Was ist das denn gewesen? Das ist. Süßal Villa, okay. So, Gartenhaus hinter Hold. Der Tür. Ja, sehr gut. Dann sagt er halt und geht selber durch. Wenn so viele Feuerfallen drin sind, könnte es tatsächlich lohnen. So eine Elementar-Feuer-Immunität, also eine, wo man geheilt wird, wenn man im Feuer steht, zu machen. Das ist verschlossen, ne? Okay, Schlüssel für den Garten hinter der Tür. Auf der anderen Seite. Schlüssel rein. Aber kein Rankommen. Ich denke mal, soweit reicht meine Telekinese. Bei. Wir haben ja noch einmal Schmieden, Telekinese. Haben wir hier noch einmal plus Telekinese. Ich reicht's ja dann damit. Schade, aber nein. Ja gut, okay, das wäre jetzt aber auch nur, um diese Tür hier abzukürzen. Das ist jetzt nicht, glaube ich, nicht so mega wichtig. Ist ja noch mehr Lava. Sofort wieder neblig, wenn wir nach oben kommen. Guck mal, diese Fallen. Guck mal, die. Fast reingefallen. Schlüssel für die westliche Königsgrube. Gefaltetes Hitlerpanzerband. Da könnte ich vielleicht rankommen. Aber in der Königsgrube wahrscheinlich nicht. Wenn wir mal speichern mal. Probieren wir nochmal unseren Trick mit der Telekinese. Und stellen fest.
Nein. Das reicht nicht. Ja, vielleicht, ich guck mal von der Rückseite, wenn ich den die Pyramide durchgeworfen kriege. So, haben wir jetzt schon den Telekinese plus 1 an? Nein, machen wir das nochmal, weil wir vielleicht die Pyramide durchgeworfen kriegen. Auf hier drüben. Da, wo quasi die Falle nicht ist. Hoffe ich zumindest mal. Vergesst, was ich gesagt habe. Da ist die Falle auch. Okay, man muss sich also noch irgendwie überlegen, was man gegen Magma macht, um da an solche Sachen ranzukommen. Magma. Ich darf bestimmt auch Magma sagen. Okay, dann lassen wir das erstmal. So, hier sind Knochenhaufen. Hier sind wieder irgendwelche Beschwörungs... Okay, das ist die östliche Königstruhe. Hat man jetzt den Dings mitgenommen? Irgendwas Grünes. Okay. Chicken Barbecue. Quellenjäger Barbecue sozusagen. Okay, also ich hab's mitgenommen. Was war's denn? Irgendwas Grünes muss es gewesen sein. Es ist weg. Gut. Mir auch egal, dann nicht. So, unsere normalen Sachen wieder drauf. Diese östliche Königstruhe, das war der Schlüssel da eben gerade, der da in der, in der Magma liegt. Magma. Ich will gar nicht mit Madora reden, ich will in diesen Knochenhaufen gucken. Und wir sehen Skelettwachen vor dieser Gruft. Das will ich gerade. Die von der Seite anzugehen. Und durch diese hohle Gasse müssen sie kommen. Und hier oben ist dann auch Girderik, Baron der Knochen. Der klingt so, als würde er ganz viel Chubis mitbringen. Wenn ich ehrlich bin. Lass mal die Skelette mal kommen. Das könnte man ja schon fast als Falle werten hier. So, das braucht 6 Aktionspunkte. Dann machen wir das. Dann haben sie ganz gut was absorbiert, ne? Also das macht 58 bis 71 und das macht 7. Und auch noch gelähmt den einen, sehr gut. Mehr AE ist hier gerade die Devise. Dann können wir nochmal schießen. Niederschlagen, ich werde das hier machen und dann also die 5 im Nahkampf machen und danach einen Wirbelwind machen.
Und dann haben wir das erste Skelett schon down. Machen wir die 5 Feuer und hauen gleich mal noch das zweite. Schade. Bin nicht ganz angekommen. Und das war's für die Skelette. Schön gemacht. Ja, da waren wir natürlich auch massiv gerade in Überzahl. Dass wir von der Seite erwischt haben, das war umso besser. Ich hab nur das blöde Gefühl, dass wir uns, wenn wir uns da gleich mit Diederik anlegen, dass das nochmal eine ganze Spur was anderes sein wird. Der wird ja nicht umsonst der Herr der Knochen heißen. Und wir sind ja hier, na gut, ein Friedhof selber ist das ja nicht, aber... Das hat zumindest Ähnlichkeiten. Ja, alle voll? Alle voll, na dann. Speichern wir doch auch nochmal. Ne? Hier ist noch eine Truhe. Die westliche Königstruhe. Da habe ich aber den Schlüssel für noch nicht gesehen. Da ist die offen. Ja, die ist auch verschlossen. Schade, schade, schade. So, Diederik. Oder wie auch immer du heißt. So, ja gut, Folge ist jetzt, glaube ich, eh rum. Lady Anna, okay, er ist nicht alleine. Lady Anna und Diederik, Baron der Knochen, stehen hier oben oder sitzen hier oben und warten auf uns. Als Geister. Der hat auch so einen goldenen Rahmen. Also ich denke mal, der wird ein bisschen härter werden. Gut, Folge ist rum. Dann machen wir die beiden doch mal in der nächsten Folge. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.